So, ich heiße jetzt herzlich willkommen Carsten Niehaus aus Osnabrück, Entwickler unter anderem von Calcium, also KDE-Entwickler, KDE-Edu, und dazu wird er uns jetzt einiges erzählen. Applaus bitte. Ja, und gegen die Überschrift des Vortrages werde ich nicht nur Calcium vorstellen, sondern vielleicht einen Überblick über die Programme, die KDE bietet oder bieten wird, geben. Nächste Folie bitte. Zuerst vielleicht zu meiner Person. Ich bin Studienreferendar in Bad Essen, das heißt, ich bin noch nicht ganz richtiger Lehrer, aber fast. Ich unterrichte Biologie und Chemie von der 5. bis zur 13. Klasse. Und ja, ich bin seit 6 Jahren KDE-Mitglied, seit 5 Jahren davon Programmierer und mache hauptsächlich Calcium. Ich versuche auch viel in Messen präsent zu sein. Ich war jetzt in Malaga auf der KDE-Weltkonferenz und solche Sachen. Und bin so ein bisschen Meeting für alles bei KDE, vielleicht. Nächste Folie. Das sind die Programme, die aktuell in KDE mit drin sind. Aktuell heißt KDE 3.5 und davon werde ich ein paar vorstellen. Die sind derart weit gestreut, dass das überhaupt keinen Sinn machen würde, hier alle 20 oder viele das Programm vorzustellen. Die sind grob in 4 Teile zu teilen. Das sind die Sprachen, die Naturwissenschaften, wo sich mein Programm befindet, einige Matheprogramme, wo Ralf heute noch eine Taschenbleche von vorgestellt hat, und so Verschiedenes, zum Beispiel Blinken. Das ist das Simon-Spiel, das kennt ihr vielleicht. Das ist dieses mit dem, genau, so eine Farbe aufbringt, und dann muss das Kind sich das merken, welche Farben in welcher Reihenfolge aufgeblinkt hat, haben. Dann muss das hinterher so dong, 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 dong draufdrücken, dann kommen lustige Melodien. Und der Hersteller hat leider KDE abgemahnt, deswegen will das nicht Casimon nennen, sondern muss das Blinken nennen. So viel zum Thema Copyright auf Namen. Okay, KDE Edu wird wie alle KDE-Programme entwickelt, das heißt, wir treffen uns im IRC und auf Mailinglisten. Man muss allerdings sagen, dass die Entwicklung der einzelnen Programme sind nicht besonders aufeinander abgestimmt. Ich werde gleich einige Beispiele bringen, wie zum Beispiel K-Stars und Calcium zusammenarbeiten. Aber obwohl wir alle unter dem Namen KDE Edu firmieren, heißt das nicht, dass irgendwie 10 Leute in einen Strang ziehen. Jeder hat eigentlich sein eigenes Programm, seinen eigenen Schwerpunkt. Und wir versuchen bestimmte Sachen, bestimmte Richtungen, zum Beispiel grafisches Darstellen von irgendwelchen Dingen, ob jetzt das alles blau sein soll oder so. So grundlegende Sachen werden abgestimmt, aber die Programme sind einzeln und die Autoren sind auch einzeln. Und das ist irgendwie auch schlecht, wie wir später noch sehen werden. Und das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür, wie wir zusammenarbeiten. Das rechts kommt gleich auch nochmal in größer, das wäre das Sonnensystem von oben, wo hier die Erde wäre. Und K-Stars, das ist das Astronomieprogramm von KDE, lebt unter anderem auch von solchen netten kleinen Sachen. Man muss dazu sagen, dass das wissenschaftlich korrekt dargestellt ist. Und der Autor, Jason Harris, hat das programmiert, um diese Funktionalität zu erreichen. Er wollte das Sonnensystem darstellen. Ein Schüler kann in diesem Fall beliebig nah ranzoomen, beliebig weit rauszoomen und in der neuen Version auch in der Ebene, in der Ekliptik, sich zum Beispiel Kometenflüge darstellen lassen. Das ist also mittlerweile ziemlich fortgeschritten. Daraus ist aber auch das hier entstanden. Hier ist in diesem Fall, ich glaube, das ist Sonnenauf- und Untergangszeit in Bezug zur Höhe und Zeit oder irgend so ähnlich, keine Ahnung. Es ist ziemlich komplex. Und Jason Harris ist promovierter Astrophysiker und das merkt man an solchen Programmteilen dann auch ganz gut. Also Jason hat, wie gesagt, das Planetensystem programmiert, was der gleiche Code ist wie dieses hier. Das ist nur eine andere Anwendung davon. Es geht auch nicht technisch. Und das nächste. Calcium wiederum macht hier in diesem Fall die Dichte in Bezug auf das chemische Element. Und alle drei Teile basieren auf dem absolut gleichen Quellcode. Also wir versuchen bei solchen Sachen so weit wie möglich die Programme zu verzahnen. Aber es gibt nicht viele Schnittstellen, weil ein wissenschaftliches Programm wie Calcium einfach was anderes ist als ein Schreibmaschinenlernprogramm zum Beispiel. Und das ist halt ein Problem von KDE. Es gibt ein anderes Beispiel noch, was ziemlich gut ist. Alle Programme, die in irgendeiner Form auf Sprache basieren, sind das gleiche Dateiformat, dieses KVTML, was auch von relativ vielen Lehrern benutzt wird. Man kann damit beispielsweise Vokabellisten einbauen und alle Programme können sich untereinander damit austauschen. Ein anderes Beispiel wäre, dass K-Stars so präzise ist, dass JSON alle Datumsfunktionen im Betriebssystem austauschen musste, weil er auch, was weiß ich, 2000 Jahre vor Christi darstellen musste, der julianische Kalender aber ja vor ein paar Jahren erst anfing.
Und damit man nicht einfach sagen kann, wann war denn der 4. April 1204 oder so, weil es da Datumsverschiedenheiten gibt. Und das ist augenblicklich die 4. und die nächste Version, die vielleicht Ende des Jahres auskommen wird. Ja, zu K-Stars. K-Stars möchte eigentlich ein Planetarium sein, sozusagen. Man kann sich mit K-Stars den Himmel auf den Rechner holen, man kann sich bestimmte Bereiche angucken. Es sind zurzeit, zwar komplett, es sind 120.000 Sterne oder so, es sind wirklich viele, man sieht mit bloßem Auge nur etwa 600. Und die Datenmenge ist schon relativ groß und die Programmierer sorgen dafür, dass man auch ziemlich fortgeschrittene Funktionen benutzen kann. Einerseits ist es absolut wissenschaftlich, das heißt, alle Sterne, die man sieht, die sind an der korrekten Stelle. Alle Kometen, die durch die Gegend fliegen, sind an der korrekten Stelle. Und es werden Lichtbrechungen und was weiß ich nicht alles berücksichtigt. Das liegt halt einfach daran, dass die Programmierer das beruflich machen. Eine ganz tolle Funktion für Schüler und Lehrer ist, dass man CCDs und Teleskope steuern kann. Ein CCD ist im Grunde so etwas Ähnliches wie ein Teleskop, das basiert auf der gleichen Technik wie eine Digitalkamera. Ein Lehrer hat zum Beispiel folgendes Einsatzszenario. Ein Teleskop, das manche Schulen haben, kann oft durch einen Computer angesteuert werden. K-Stars unterstützt das. Ich kann also direkt mein Notebook an ein Teleskop anschließen oder andersrum. Und, nochmal eins weiter bitte. In diesem Fall beispielsweise den Mond, das nennt man dann Tracken. Ich gehe also auf den Mond. Der Mond verändert sich mit der Zeit. Er bewegt sich einfach, genau wie die Sterne sich bewegen. Er reflektiert natürlich die Erde. Aber aus einer fixen Position heraus bewegen sich die Sterne oder bewegen sich Kometen oder die ISS, die auch dargestellt werden kann. Und der Physiklehrer würde jetzt beispielsweise einfach sagen, okay, da ist der Mond und das Teleskop verfolgt die ganze Zeit den Mond. Das heißt, das Teleskop bewegt sich tatsächlich. Und das funktioniert eigentlich ziemlich gut und es ist mittlerweile so fortgeschritten, dass man noch nicht mal auf dem gleichen Kontinent sein muss wie das Teleskop, weil K-Stars komplett fernsteuerbar ist. Und das hat eigentlich keine Grenzen. Also man kann das alles machen, was ein Teleskop von der Technik bietet. Das ist komplett steuerbar. Nächste Folie. Ich habe auch alle Programme auf dem Rechner drauf, also ich kann die, wenn Interesse besteht, auch zeigen, ich habe ein Teleskop dabei. Kick hat Ralf eben vorgestellt, ich kann da wesentlich mehr zu sagen als ich, weil ich von Mathe keine Ahnung habe, außer das, was man im Chemiestudium machen muss, aber mit Geometrie habe ich nichts am Hut. Kick ist ein Programm, was einfach dafür ist, dass man beispielsweise im Geometrieunterricht sich Formeln angucken kann, dass man Winkel berechnen kann, dass ein Schüler durchs Herausprobieren feststellt, dass der Winkel immer gleich ist oder dass der Winkel immer doppelt so groß ist wie ein anderer Winkel oder dass die Winkelhalbierende immer bestimmte Eigenschaften haben. Und das ist im Geometrieunterricht nicht so leicht, den Schülern zu vermitteln. Indem sie es aber learning by doing machen, kann es eigentlich ziemlich gut machen. Da sieht man hier zum Beispiel bestimmte Polygone, die gezeichnet werden. Und Kick gibt einem darüber viele Informationen. Das ist jetzt leider auf Englisch, aber hier sind Flächeneinheiten. Hier ist in dem Fall von dem Pentagramm die Anzahl der Ecken und Kick kann einem sehr, sehr viele Informationen über die geometrischen Eigenschaften von allem darstellen, was Kick produzieren kann. Nächste Folie. Hier zum Beispiel, da könnte Ralf wahrscheinlich was zu sagen, ich nicht, und mir wurde versichert, dass das ganz toll ist. Das sind konische Linien in Bezug zu dem Kreis, Ralf. Jetzt kommst du. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Das sind Kegelschnitte. Ja. Ist das gut? Mehr sage ich da nicht. Also Ralf sagte, für die, die es nicht verstanden haben, super. Ich weiß wirklich nicht, was das bedeutet, aber mir wurde versichert, dass das eine ziemlich fortgeschrittene Sache ist. Nächste Folie. Da kann man dann wieder was zu sagen. Das hier ist eine Sinuskurve oder Cosinus, je nachdem. Und das ist tatsächlich so, dass Kick skriptbar ist. Man kann also im Grunde mathematische Formeln machen und die mit Objekten interagieren lassen. In dem Fall wäre das dieses Skript, was da gemacht wird. Das heißt, im Grunde nur von da an und setzen nach links und rechts eine Sinuskurve vor. Und das kann man im Grunde allen Funktionen machen, die es gibt. Und das beschränkt sich nicht auf Sinuskurven oder ähnliches, sondern das Kick ist unglaublich erweiterbar. Und das ist in Python geschrieben. Also man kann beliebige Python-Skripte an Kick füttern und Kick kann damit was machen. Und das gibt dem Lehrer unglaubliche Macht in die Hand, wenn der Lehrer sich in Python versteht. Ja. Globopedia. Das Projekt gibt es noch nicht. Es funktioniert und das, was da ist, das habe ich eben auf meinem Notebook tatsächlich produziert. Ich habe mal an Anbetracht dessen, dass das ein Skolinungstreffen ist, in Norwegen gemacht. Hier ist Oslo. Globopedia ist, wie der Name vielleicht andeutet, ein Atlas-Programm. Machen wir die nächste Folie bitte. Ah, jetzt kommt noch so ein Text auch noch. Ja, ist
siehst du, wie das erklärt werden wir. Ein Atlasprogramm. Das ist in dem Fall unschwer zu erkennen. Afrika. Zurzeit ist es so weit fortgeschritten, dass man hier unten die Skala hat, die Umrisse natürlich, und der Rest sind Höhenlinien und Flüsse in diesem Fall und Ländergrenzen zum Beispiel hier. Und Globopedia hat tatsächlich die Informationen, die hier farblich kodiert sind, auch vorliegen. Das heißt, Globopedia weiß, wie hoch diese Stelle ist oder wie hoch diese Stelle ist, dieser See. Und bisher kann man nur Städte suchen, in dem Fall zum Beispiel Oslo war eben dargestellt. Aber es ist relativ einfach zu programmieren und das wird auch in ziemlicher zeitlich nah wird das geschehen, dass man dann beispielsweise hier überall die einzelnen Ländernamen einbringt oder politische Informationen, die man da ziemlich leicht reinlinken kann. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass, was weiß ich, Kenia eine Diktatur ist, hoffe, stimmt, und Wikipedia weiß, wo Kenia ist, dann kann es das entsprechend einfärben, weil Wikipedia weiß, dass der Strich für Kenia steht. Und das ist eigentlich ziemlich technisch ziemlich einfach, das ist nur eine Zeitfrage. Der Entwickler Thorsten kommt morgen auch. Mhm. Und ja, also ich will das morgen auch ein bisschen mit ihm machen, weil das ist das so viel Potenzial, was jetzt so einfach ist. Weil die optische Darstellung komplett gelöst ist mit Ländergrenzen und so. Und auch das ist physikalisch korrekt. Wie macht die nächste? Ich glaube, da kommt noch eine. Nee, war schon. Wikipedia stellt halt tatsächlich auch ein Logos dar, wie man 3D-mäßig rotieren kann. Man kann beliebig weit reinzoomen. Weil die Daten das einfach zulassen. Und es ist, ja, wie gesagt, man kann alles machen. Man kann sogar die Kugel über Skripte rotieren lassen, wenn man will, für irgendwelche Präsentationen. Und man kann die Geodaten mit Informationen verbinden. Also bei diesem breiten Längenblatt liegt dieses und jenes vor, zum Beispiel der Eiffelturm. Und das wiederum kann man mit der Wikipedia verlinken. Weil wenn ich weiß, an der Position ist der Eiffelturm, kann der User da auch draufklicken und dann wird die Wikipedia gestartet. Das ist dann ja trivial. Weil man dann nur noch einen Browser starten muss mit dem Begriff in der URL. Ja? Das Schöne daran ist, dass es nur zwei Ebenen gibt. Weiß ich zufällig. Ja, richtig. Das ist für die technisch Interessierten, das ist nicht in OpenGL programmiert. Das ist eine 3D-Beschleunigertechnik. Das basiert auf rein 2D-Algorithmen. Und das ist für Schulen wichtig, weil Schulrechner haben kein OpenGL. Mein Notebook hat das auch nicht. Und mein Notebook könnte das gar nicht darstellen, wenn es auf OpenGL basieren würde. Es gibt andere Lösungen, die machen das mit OpenGL. Aber die funktionieren auf alten Rechnern, meine ich. Ja. Und das ist einfach ein Vorteil von Logopedia. Abgesehen davon, man könnte es noch 3D beschleunigen, man könnte es also noch einbauen. Aber das ist nicht Thorstens Ziel. Okay, das ist mein Baby. Ja, zum Schalten, das ist ein ziemlich gutes Periodensystem mit einer ziemlich großen Datenmenge. Das hier ist eigentlich das Wichtigste mittlerweile fast. Calcium ist ein Daten, ist eine Datensteuer. Man kann mit Calcium Daten erfahren. Das ist wichtig, dass der Nutzer sich auf die Daten verlassen kann. Was sind Daten wert, wenn ich mich nicht auf sie verlassen kann? Was nutzt es mir, wenn ich weiß, Aluminium ist so und so schwer, aber gar nicht weiß, ob das stimmt? Und Blue Obelisk ist ein Projekt von Chemikern. Ich bin der einzige nicht promovierte Chemiker in dem Projekt. Und wir tragen die Daten zusammen und verifizieren sie. Die Bedingung ist nämlich, dass alle Daten, die im Google-Disk landen, müssen eine wissenschaftliche Referenz haben. Da steht also Nature-Artikel sowieso. Und die sind also nachvollziehbar. Und wir geben auch zu, wenn die Daten ungenau sind. Wir geben zum Beispiel Fehlerwerte an. Und wir sagen, das Ding ist so und so schwer, plus minus 2% zum Beispiel. Und ganz viele chemische Projekte, zum Beispiel JPaint, JMoon, wie alle heißen, ziemlich bekannt in der Szene zumindest, wir nutzen jetzt alle Google-Listen. Wir schmeißen alle unsere Daten in einen Topf und profitieren da total von. Weil die anderen haben auch Daten, die ich nicht habe. Und ich habe Daten, die ich nicht habe. Und zusammen haben wir alle mehr Daten. Und die Daten werden Fehler überprüft. Und das ist halt eine neue Entwicklung, das ist erst vor 4 Monaten ungefähr angefangen. Nächste, bitte. Ja, so sieht Calcium aus. Das ist das neue Interface. Das hier ist ein Tooltip. Hey, das passiert einfach, wenn die Maus oder so wie ein Mensch stehen bleibt. Ansonsten ist das eine klassische Einteilung. Hier ist halt die Table of the Elements, hier eine Legende und links kann man bestimmte Funktionen abrufen. In diesem Fall ist ja Brom, das aktive Element, da kriege ich mir hier die wichtigsten Elemente, der Name, die Protonen, das Gewicht und die bevorzugten, der andere Bindungen, die bevorzugten Ionenstaaten. Also Brom ist vorzugsweise minus 1 geladen, einfach negativ geladen. Ja, auf jeden Fall ist es farblich kodiert, kommt noch gleich noch eine andere Kodierung, es gibt insgesamt 9 Stück. Machen wir weiter mit.
Da kommen noch einige Folien, also kriegt noch mal. Keine Ahnung. Ja, das ist auch eine neue Funktionalität in KDE 3.5. Das ist auch etwas Fortgeschrittenes. Das wäre in einer, was weiß ich, 9. Klasse viel zu viel, aber in einer 13. Klasse muss man sowas haben. In dem Fall ist das von Lantan, einem super unbekannten Element, das hat aber das schönste Spektrum, deswegen habe ich es genommen. Das hier sind die sogenannten Emissionsspektren. Und das ist das, warum zum Beispiel die Natriumdampflampe, das sind die Autobahnlampen, warum die gelb ist. Die ist eben gelb, weil die fast nur in dem Bereich gelbe Striche hat. Und das kann man dann bestimmt ganz gut erklären, warum das so ist, wie es ist. Man kann damit auch ganz viele andere Sachen erklären, unter anderem auch die Struktur der Elektronenhülle und all sowas. Das ist farblich kodiert und das ist auch wissenschaftlich berechnet. Die meisten denken nämlich, dass das einfach der Regenbogen ist und dann kann ich ja gucken, wo das ist. Aber das stimmt nicht. Die Farben sind mit bestimmten Funktionen zu berechnen und ich gebe mir da die größte Mühe, dass das wissenschaftlich korrekt ist. Okay? Das wäre auch noch ein bisschen was Fortgeschrittenes, Kristalle und Soda. Das habe ich deswegen so genannt, weil auf der rechten Seite Kristallstrukturen sind, zum Beispiel Natrium kristallisiert in der Natriumchloridstruktur. Und das kann man in dieser Farbskala sehen. Auf der linken Seite, deswegen Kristalle, auf der linken Seite ist ein Berechner von Atomgewicht. Da habe ich H2CO3 genommen, das ist Kohlensäure und Kohlensäure macht das Mineral, das dazu Soda, deswegen Kristalle und Soda. Das ist für Schüler ganz praktisch, weil die ja ständig diese nervigen Hausaufgaben nachdenken, was ich geben kann. Nagasprobe rückwärts, für die chemisch gebildeten Schüler unter uns, lass doch mal eine Nagasprobe rückwärts. Das war jetzt also, auf der rechten Seite ist Wasser und da ist Wasserstoff und Sauerstoff. Und wenn man Wasserstoff mit Sauerstoff reagieren lässt, an der Flamme entsteht Wasser und es macht Puff. Und deswegen ist das die Reaktion der Kerngasreaktion wieder andersrum. Und was ist daran das Besondere? Ich habe auf der linken Seite da eingegeben, da dargestellt, A, B und C, die Koeffizienten drin geschrieben. Und auf der rechten Seite berechnet mir Calcium die Lösung. Das heißt, ich kann chemische Gleichungen dann stöchiometrisch einrichten. Und das Ding ist so mächtig, dass der Ladung und Klammern und was weiß ich nicht alles berücksichtigt. Also ich kann damit im Grunde beliebig komplexe Gleichungen lösen. Das ist für Schüler auch sehr praktisch. Wenn ich gerne kann, dass ihr Schüler habt, ich muss ständig solche Gleichungen lösen. Okay, das war es auch zu Calcium. Das ist ein neues Konzept von K-Office, Kids Office. Das Problem mit K-Office ist, wenn ich das meinem 6-jährigen Sohn, den ich nicht habe, beibringen möchte, dann ist der verwirrt, weil er es nicht braucht. Der braucht keine Serienbriefe. Der braucht, was weiß ich, sonst braucht der alles nicht. Und meine 70-jährige Oma, die ich habe, braucht das auch nicht. Warum hat man also keine einfachen Oberflächen? Das ist eigentlich ganz einfach, wenn man das nicht hat. Wenn man so ein Programm schreibt, das ist viel zu viel Aufwand, man müsste alles doppelt schreiben. Aber man kann das halt auch Code-Reusing-mäßig machen. Ich nehme sowas wie K-Office oder OpenOffice, ist ganz egal, und schmeiße die ganzen überflüssigen Sachen raus und versetze dazu eine neue Oberfläche. In dem Fall ist es einfach so, dass man hier so eine Art Block hat, ein Ringbuch. Das ist einfach intuitiv für Schüler. Schüler haben so ein Ding nun mal. Und hier oben, die 5 oder was sind das, 8 wichtigsten Knöpfe, dann noch ein bisschen Statistik, hier ein paar Formatierungen und das war's. Mehr braucht der normale Mensch in Anführungsstrichen nicht. Und das Gleiche gibt es, das ist jetzt sozusagen Word, und das Gleiche gibt es für Spread, also für Tabellenkalkulation. Auch sehr reduziert auf das wirklich Wichtigste. Und wir haben es Kids Office genannt, man könnte es auch genauso wie Kids and Old People Office nennen, weil Leute, die im hohen Alter dann einsteigen, haben damit Probleme. Meine Mutter ist vollkommen überfordert mit sowas wie Word. Mit dem wird die aber klarkommen. Und das ist im Grunde nicht schwierig zu machen, weil das intern K-Word und K-Spread ist. Es ist nur eine neue GUI drauf. Und deswegen ist es an sich nicht schwierig zu machen. Es ist geplant für Quartal 2 2006, also vielleicht in 4 Monaten oder so. 50 Minutes, okay. Das wäre der vereinfachte Dateiöffnen-Dialog. Hier neue Dokumente und hier bisher geöffnete Dokumente mit einer Live-Vorschau. Das ist einfach auch wenige Knöpfe, einfach zu bedienen, Doppelklick drauf und fertig. Ja, KDE 4, die Zukunft. KDE 4 ist noch weit weg. Es gibt viele Diskussionen, wann es rauskommt. Ich persönlich glaube nicht, dass es 2006 rauskommt. Aber die Programmierer wie ich, wir schrauben halt schon an KDE 4, weil es kein weiteres KDE 3.x Release geben wird. Das heißt also, wenn die nächste KDE-Version erst nächstes Jahr rauskommt, dann kommt noch keine Calcium-Besonderung raus. Wir schreiben da also schon für. Für Calcium konkret ist ein neues Design geplant. Das, was ihr da eben gesehen habt, wird einfach fortgeführt. Noch mehr optische Effekte, die aber nicht
ins Gesicht springen, sondern bestimmte Sachen einfach betonen kann. Wie zum Beispiel dieser Tooltip, den man ausschalten kann. Ich habe wesentlich mehr Daten drin. Ich habe bisher gibt es etwa 500 Isotope, die haben zurzeit 12.000, nur mal um so eine Zahl zu nennen. Ich habe Spiele eingebaut. Es gibt in der Chemie, in der Schulchemie, die Möglichkeit, Kindern zum Beispiel die Diffusion ganz gut zu erklären. Man kann das auch ganz komplex machen, langweilig versteht keiner ein. Man kann das aber auch mit Würfelspielen machen, indem man ein Schachbrett beispielsweise nimmt, da Kugeln drauf verteilt und nach bestimmten Spielregeln die Kugeln verschiebt. Und dann stellt man fest, dass aus einer Gorte völlig ungeordnet ist. Und das ist eben Diffusion. Und das habe ich auch schon programmiert. Mir fehlt nur noch die grafische Oberfläche dafür. Aber ich habe 10 oder 15 solche Spielregeln zu Hause und die münze ich einfach in einfach zu bedienende Programme, die optisch bestimmte Sachverhalte illustrieren. Zum Beispiel Diffusion. Man kann damit aber auch Folge-Beute-Beziehungen in der Biologie darstellen. Das ist genau das gleiche Grün und das plane ich auch, dass man das. Gut. Dass man das halt auch mit biologischen Spielen macht. Und das ist nicht schwierig eigentlich, das ist nur eine Frage der Zeit. Und ich habe ja über ein Jahr Zeit leider. Ganz kurz dazu, also das finde ich sehr interessant, auch gerade für Mathematik. Stochastik hatte ich schon öfters den Wunsch, da Simulationen zu haben, das ist das eine. Und zum anderen, kennst du das Spiel Catomic, heißt das, glaube ich, wo man so Moleküle zusammensetzt, ja. So ähnlich wie Sokoban. Ja, das ist sau schwierig. Wir kommen ins Level 20 oder so. Voll deprimierend. Elementarzellenbetrachter, das ist eine Elementarzelle, kennt wahrscheinlich viele gar nicht, aber so wie ein zum Beispiel Natriumchlorid Kochsalzkristall aufgebaut ist, ganz stark reingezoomt sozusagen, dann hat man sogenannte Elementarzellen, das sind geometrische Körper und die rotieren, das ist auch schon fertig, kann ich zeigen, wenn ihr das sehen wollt. Wikipedia-Integration war auf dem letzten Linux-Tag ein ziemlicher Science. Geplant ist das Calcium, alle Informationen, die irgendwie rein lexikalisch sind, mit der Wikipedia verknüpft. Wenn also zum Beispiel das eben in Kalium aufgerufen wird, dann kann Calcium direkt auf die Wikipedia-Seite draufgehen. Ein Beispiel, da gibt es tausend andere Beispiele. Ich habe auch ein Glossar mit Laborgeräten. Wenn da also zum Beispiel ein Siphon oder sonst was Calcium erklärt wird, kann ich auch den Wikipedia-Artikel aufrufen. Solche Sachen sind geplant. Okay. K-Stars. Direkt auf den Weltraum zeichnen. Ich wusste nicht, wie man das Feature sonst nennt. Die Idee ist, dass ein Lehrer mit K-Stars zum Beispiel den tagesaktuellen Himmel an die Wand schmeißt und mit der Maus auf K-Stars zeichnen kann, um bestimmte zum Beispiel Sternbilder zu zeichnen mit der Hand. Man kennt das, wenn man in einem Planetarium ist und in dem Planetarium, der Mensch, der die Vorführung macht, wirft ja auch diese, was weiß ich, den Schützen oder so an die Wand, wo das Sternbildschütze steht. Und das kann man an dem Calcium auch machen. Man kann Beschriftung machen, handschriftlich und so. Also rein für den wirklich Klassen- oder Demonstrationseinsatz. Ja, vollständig anti-aliasing, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Das ist technisch, das heißt Kantenglättung. Das ist einfach optisch, sieht es wesentlich besser aus und das geht erst mit QT4 und dann mit KDE4. Satelliten verfolgen, Satelliten sind in dem Fall auch die MIR und die ISS, aber auch tatsächlich die Satelliten, also Telekommunikationssatelliten beispielsweise, von denen die Position bekannt ist. Die sind teilweise auch zu erkennen und diese Satelliten werden in Calcium dargestellt und man kann die auch im Teleskop tracken, sodass man zum Beispiel die ISS trackt und das Teleskop dem Ding folgt und so man ein Echtzeitbild von der ISS tatsächlich hat mit seinem Teleskop. Also das wird auch möglich werden. Ja, mehrere Millionen, das ist noch nicht klar, ob das jetzt 4 oder 12 sind, das liegt daran, wie viele Daten man damit konvertieren können. Also Zeit sind 126, also es ist mindestens ein Faktor 20 an Sternendaten. Das ist also enorm. Eine Frage mit diesem Satellitentracking. Kann der nur, weiß nicht, ob du da jetzt so finden willst, kann der nur so bekannte Satelliten tracken, aber es gibt ja schon doch gar nicht. Die Daten gibt es Kanäle tracken. Das liegt nur an den Daten. Also ist das die Daten. Okay. Und, ja. Das heißt, er berechnet daraus die Bahn und verfolgt die Bahn. Ja, bei ISS wird das sogar. Verfolgt er das optisch, weißt du, ob der das optisch macht oder ob er die Bahn berechnet und das dann. Nee, der müsste eine Vorhersage machen können, aber bei ISS zum Beispiel ist die Position bekannt. Die geben die alle 5 Minuten oder so, gibt die ESA die Daten raus, wo die exakt ist. Aber das Verfolgen erfolgt mechanisch über Steuerung des Motors, an dem ja, das ist, und nicht über eine. Darum, wie er das berechnet, diese Verfolgung. Ob er das, ob das so eine intelligente Bilderkennung ist? Nein, keine Bilderkennung. Du kannst hier auch, ohne dass ein Teleskop dran geklebt ist, verfolgen. Das geht auch. Der kann dir die anzeigen, wo die gerade rumziehen. Der stellt das nach, das Teleskop. Ja.
allein du weißt ja die Position und den Winkel eingestellt. Genau, aber nur wenn du ein Teleskop hast, viele haben das ja nicht. Aber es, also meine Schule zum Beispiel hat das. Wir haben ein Teleskop, das wir anschließen können. Ja, und dann noch gleich die nächste Frage dazu. Und zwar betrifft das sowohl die Sterndaten als auch jetzt bei deinem Beispiel diesen Obelisk. Habt ihr denn in der Datenbank, wo die ganzen Daten gespeichert werden, für die ganzen Elemente jetzt beispielsweise für die Sterne, oder wird das irgendwie in eine Datei gedankt? Also von den Sternen, da gibt es meistens regierungseigentumsmäßige Datenbanken, die aber frei sind. Die NASA hat unglaublich große Sternenkataloge und N5 und diese ganzen Kataloge. Die sind frei verfügbar. Und bei Blue Obelisk, das sind XML-Dateien. Achso. Die man abtippen musste, leider, weil man die nicht kopieren darf, muss ich abtippen, das ist dann legal. Scheiße. Okay, KD4, die Zukunft, habe ich schon eigentlich alles so gesagt, politische Informationen, Koordinaten suchen, das hat mir letztens ein Biografielehrer gesagt, er würde gerne einfach sagen können, dieser Breitengrad, dieser Längengrad. Wikipedia sucht genau darauf beispielsweise und sagt, was drumherum ist. Zum Beispiel, was weiß ich, wenn das Chemnitz ist, wo da irgendeine Brücke ist oder so. Diese Positionen, die sind ja bekannt. Also kann man sie auch hinzufügen. Es ist nur eine Frage, ob man die Kataloge hat, beziehungsweise ob ein Lehrer diese Informationen händisch einfach hinzufügt. Und danach Möglichkeit mit der Welt teilt. Da kommen wir nämlich gleich noch zu. Die nächste Frage. In 2 Minuten gibt es Essen. Das französische Aperitif ist fertig. Das passt, wir haben noch 3. Dann habt ihr 1 Minute Vorsprung. Okay, vergesst es nicht, es ist von den Franzosen. Also wir dürfen es nicht hingehen. Ja, das ist ein Moment. Spiele. Niffel. Ein weiter. Er wird schneller. Ja, Kiri heißt es. Das ist leider auch ein geschützter Begriff. Und das ist Combination, weil das ist Körper geschützt. Ja, wie ihr seht, funktioniert schon. Sind, höre da KDE4 nicht raus ist und nicht verfügbar, weil sie sind herunterladbar, sagen wir mal so. Und ja, funktioniert eigentlich. Was wir unbedingt brauchen, sind Entwickler. Aber das hat wahrscheinlich jedes Open Source Projekt. Und was wir auf jeden Fall auch brauchen, mach mal einen weiter bitte. Da müsste stehen: KGHNS, die beste Abkürzung. K-Get Hot New Stuff. K-Get Hot New Stuff ist eine Möglichkeit, Daten auszutauschen. Ich, von mir aus, weiß, dass dieser Kirchturm steht an dieser Geoposition. Ich schicke Thorsten Rahn, den Programmierer von Logopedia, diese Information, er schmeißt das in die Datei rein. Logopedia synchronisiert wiederum mit einem zentralen Server, den KDE stellt, diese Daten. Und schon kommen alle Logopedia-Benutzer weltweit die Information, dass an dieser Stelle Kirchturm ist. Und zwar dieser spezielle. Und das ist ein ziemlich mächtiges Werkzeug. Es wird automatisch hin und her synchronisiert. Und es gibt schon viele KDE-Applikationen, die das nutzen, K-Webquiz und wie die alle heißen, aber auch dieser für den Kicker, die Taskleiste, die unten am Bildschirmrand immer ist, da gibt es noch eine Uhr und all so ein Zeug. Und da gibt es auch so kleine Mini-Programme, die man sich zusätzlich runterladen kann. Das kann man auch über K-Get Hot New Stuff machen. Einfach draufklicken, dann kriegt man eine Liste von Internet-Server, was noch zusätzlich verfügbar ist. Und das kann man gerade mit edukativen Programmen super nutzen. Es gibt Millionen von Lehrern weltweit, die haben alle irgendwelche Unterrichtsanhalten, alle irgendwelche Informationen. Wenn nur jeder Zehntausendste davon eine Information in seinem Leben mal KDE zur Verfügung stehen würde, dann hätten wir so viele Daten und KDE Get Hot New Stuff ist echt einfach. Und das wird, ich schätze, in alle KDE-Applikationen. So viel Hunger, es wird in alle KDE-Applikationen eingebaut werden. Ich nochmal eins zurück, bitte. Das ist nämlich mein Appell an die Industrie. Steuerung chemisch-physikalischer Messgeräte. Alle Messgeräte, die Schulen einkaufen, sind nicht ansteuerbar durch freie Software, weil ihre API nicht freigeben. Und wenn sie es tun, dann schreiben sie in proprietären Programmiersprachen wie Visual Basic und so ein Zeug. Leibold Didaktik, die haben mittlerweile endlich mal eine Datei, gegen die man linken kann, rausgebracht, die in C geschrieben ist. Mit schlechter, aber immerhin vorhandener Dokumentation. Das hat 5 Jahre gedauert und ich weiß nicht, wie viele E-Mails dahin geschrieben. Ich schreibe jeden zweiten Hersteller an, Klett und wie die alle heißen, die antworten noch nicht mal. Die sind nicht so gut für Open Source und das regt mich auf. Ich kann in meinem Chemieunterricht meine eigenen Messgeräte nicht benutzen. Würden die morgen die API freigeben, hätte ich übermorgen halt so für die Geräte portiert. Ich kann es nicht machen, wenn die API nicht freigeben. So, öffentlich festgehaltener Protest. Ich habe jetzt auch ruhig weiter. Das musst du jetzt mal sagen. Ja, okay, war's schon. Also ich habe die Programme auf dem Rechner, können wir nach dem Essen uns gerne angucken. Nach dem Schnaps, nicht weiter. Aperitif. Schnaps.